So, okay. Ja, und da haben wir das Kind. Thank you for coming to help me. Nochmal. Okay. Gut, und dann sollte es uns jetzt möglich sein, zu der Dame zu gehen, die dort oben war. Und halt. Ja, yeah, please accept this death of Fennel. Ja, yeah, as a token of my gratitude. Ja, yeah, nehmt diesen Stab von Fennel an als Zeichen meiner Dankbarkeit. This is said to have mysterious power. My father might know the man who knows how to use the power. Mein Vater kennt vielleicht den Mann. Er weiß, wie man diese Power nutzt. Ui, das war auch Huschusch, Höchste. So, ja, ich denke, jetzt gibt es mal wieder ein bisschen Aufladetime hier. Ich glaube, es war jetzt. Also, wenn, falls man das Endboss nennen mag. Ich habe ihn jetzt nicht so einwandfrei gemacht, aber ich. Wie gesagt, ich habe jedenfalls Zeit, nee, das ist halt alles nicht so einfach. Gut. Ist ja auch wurscht, gehen wir erstmal ein Stück weiter. Ich kann hier nebenbei bei den, wenn wir jetzt wieder hochgehen, auch noch bei den Gegnern ein bisschen Energie holen, wollte ich gerade sagen. Bleib hier, du Schwein. Werde ich auch müssen. Ja, ich glaube, das ist bei den Waffen in dem Spiel immer so. Du kriegst, glaube ich, pro neue Waffe zieht die das Doppelte ab wie die davor. Wenn ich mich nicht irre. Mann, ich hab doch gerade die Energie erst gekriegt gehabt, du Arsch! For English listeners, I call this demon really strong one. Yeah, full of intelligence. Oh, ich fass es nicht. Ey, was ist da los? Ja, wie ihr seht, auch sowas kann sich ziehen. Gut, ein halber Strich. Solange wir jetzt hier keiner mehr einen Strich die Rechnung macht. Sollte das jetzt mal gleich vorbei sein. Ja, die Gegner haben bessere Sprung- und Laufmöglichkeiten, weil ich einen neuen Stab habe. Nein, das ist natürlich unwahr. Einfach zu blöd, so. Ich hab das Timing hier im Moment gerade gar nicht drauf. Diesen Himmelgegnern. So, hier. Heute rein. I've heard that there's a god in Thania that makes wonderful weapons. Ich höre, dass ein Gott in Thania ist, der wundervolle Waffen macht. Ich bin mir nicht auf der Murmel, so.
There may be crystal balls somewhere. That enables you to see invisible things. Ja, es gibt also irgendwo einen Kristall, der es einem möglich macht, unsichtbare Dinge zu sehen. Alter, so ein großes Haus. Oh nein, der zeigt erst die ganze Zeit im Bildschirm, tut mir leid. My name is Cleos. Are you searching for Nymph? Ja, for the Nymph? Ja, sein Name ist Cleos und er fragt, ob wir nach der Nymphe suchen. I could tell you where she is, if you prove to me that you're Jack. So, nicht? Ich bin nicht so bedrängt. Dann... Oh, schaffen wir das noch in der Zeit hier, bevor das Video zu Ende ist. Ich hoffe so. Welcome, Jack. I am Athena, the goddess of wisdom and war. I'll give you a shield to protect you from attack of monsters. Dankeschön. Komme ich da jetzt hin? Da kann ich jetzt das Video füllen? Nein, ich war doch ja eben schon, oder? Bin ich jetzt von alleine? Nee, ne? Das war wohl ein Witz. Oder hab ich's? Hatte ich eben schon ein Schild an? Bin ich jetzt bekloppt? Ich teste das. Ich teste das mal, bevor ich das Video anfängt. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon gehabt hier. Au! Und da böser Skorpion. Oh, zwei böse Skorpione. Ja, ich glaube, das müsste es gewesen sein, ne? Oder nicht? Hey, will er mich veräppeln, oder was? Ja gut, dann sind wir bei 9 Minuten angekommen. Glaube ich. Bei 6. Ich weiß jetzt nicht mehr, was war denn das? Ja gut, ich sehe, ich müsste erstmal suchen, weil ich das wirklich nicht tun muss. Also, Geschwindigkeitsbegrenzung, ey. Also, es könnte sein, dass ich jetzt hier aus dieser Stadt wieder raus muss. Oh, ja, und hier sind wir so im Zwischenraum. Und dann rufe ich den Bildschirm erstmal auf und speichere nicht, sondern beende das Video. Und dann sehen wir uns gleich wieder.